Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute Weihnachten auf der Lindwurmfeste vorstellen von Walter Mörs und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich habe dieses Buch von der Verlagsgruppe Random House und dem Penguin Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Ich habe mich wieder wahnsinnig gefreut und finde es auch sehr schön, euch dieses Buch von Walter Mörs vorstellen zu können. Wie der Name schon sagt, geht es hier um das Weihnachten auf der Lindwurmfeste oder es ist nicht direkt Weihnachten. Es heißt nämlich auch ganz anders, es heißt hier nämlich Hamulimap und das ist eben ein spezielles Fest, das nur auf der Lindwurmfeste an den drei letzten Tagen des Jahres gefeiert wird. Ja, und in diesem Buch hier wird oder beschreibt der berühmteste Schriftsteller von Zamonien, nämlich Hildegunst von Mythenmetz, beschreibt hier in einem Brief an seinem Brieffreund, an seinen lieben Brieffreund Hachmet Ben Kibetza, beschreibt er ausführlich, was dieses Hamulimap ist, wie es entstanden ist und was es für Bräuche so alles gibt. Ja, und das hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist nicht sehr viel. Also man sieht ja, es ist ein dünnes Buch. Es sind ungefähr so 70 Seiten, wo Hildegunst von Mythenmetz eben Hamulimap beschreibt und deren Bräuche. Und danach gibt es dann nochmal so Bilder von bestimmten Sachen, die er da beschrieben hat. Zum Beispiel die Hamulimap-Bäume. Und dann wird hier dann beschriftet, auf welcher Seite man sich das nochmal angucken kann, wie die eben aussehen können. Und das sind dann eben die letzten Seiten, sind dann diese Illustrationen und es ist an sich wieder auch richtig schön illustriert und auch unter diesem Schutzumschlag, der auch so geriffelt ist, was sich auch echt wirklich cool anfühlt, gibt es hier auch ein schön bedrucktes Buch und auch so ein bisschen diese Riffeln, die man wieder merkt. Also wirklich, wirklich schön. Ja, wieder tolle Illustrationen drin, wo man sich das nochmal bildlich dann besser vorstellen kann und einem das nochmal gezeigt wird, wie das aussehen kann. Ja, und auf jeden Fall muss ich sagen, dass mir das sehr, sehr gefallen hat, dieses Buch, auch wenn man wirklich nicht viel Zeit braucht, um sich das durchzulesen, ist es wieder so dieses Walter Mörs-Feeling, in Zamonien eintauchen zu können und ich liebe ja seine Bücher über Zamonien und auch seinen ganzen Schreibstil dazu, der hat so was unglaublich Eigenes und ist so witzig. Entweder direkt oder auch indirekt hat er sehr, sehr viel Humor hier drin und auch sehr, sehr viel Fantasie mit den ganzen Wesen, die es hier gibt und auch den ganzen Bräuchen. Und ich fand es auch sehr, sehr lustig, so diese Parallelen zu unserem Weihnachten zu sehen. Es ist natürlich auch in gewisser Weise nochmal ein bisschen anders da die Bräuche, aber es hat wirklich sehr, sehr viele Parallelen zu unserem Weihnachten, was da auch sehr, sehr irgendwie cool ist und wie sich auch der Hildegunst darüber auslässt und das ist eben auch, was mir sehr, sehr viel Spaß hier gemacht hat. Ich finde ja sowieso, dass er so, also es ist sowieso, der ganze Schreibstil ist immer der gefällt mir richtig, richtig gut von dem Autor und ich finde es auch total witzig, wie er das immer so macht, von wegen, ja, Hildegunst von Mythenmetz ist eben der Schriftsteller und hat das hier geschrieben und Walter Mörs ist ja eigentlich nur der Übertrager von diesem Schriftstück, vom Zamonischen in unsere Sprache und das finde ich auch mega cool, dass er das immer so beschreibt und auch so dieser Rolle bleibt. Und
ja, das irgendwie macht es nochmal das zusätzlich sympathisch und irgendwie hat man wirklich so das Gefühl, dass es diese Welt tatsächlich gibt mit ihren ganzen eigenartigen Bewohnern und ja, den verschiedensten Arten von Kreaturen. Für mich ist diese Welt Zamunien einfach so einzigartig und ich liebe bis jetzt alle Bücher von Walter Mörs darüber und auch hier würde ich Weihnachten auf der Lindwurmfeste 5 von 5 Sternen geben. Ja, ihr könnt mir gerne, falls ihr das Buch auch kennt, in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr das seht, was ihr davon haltet. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Eure Rena. Tschüss.